Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie recht herzlich begrüßen zur DL2-Pressekonferenz nach dem Punktspiel zwischen den Dresdner Eislöwen und den Tölzer Löwen. Endstand 4:2 vor 2031 Zuschauern hier bei uns in der Energieverbundarena. Wie gewohnt bei der Pressekonferenz die beiden Trainer Rick Böhm für unseren Gast aus Bad Tölz und Franz Stehr für die Dresdner Eislöwen. Dem Gast gehört das erste Wort. Deshalb, Herr Böhm, bitte Ihre Einschätzung. Servus, guten Abend. Gratulation Franz und seine Mannschaft für die, denke ich, am Ende verdiente 3 Punkte. Ich war überwiegend mit dem Spiel und die Art und Weise, wie wir gespielt haben, zufrieden. Wir waren letztendlich um das gegnerische Torum sowie auch um unsere eigene Torum etwas zu wenig kampfbetont, zu wenig bereit, das Tor zu verteidigen bzw. das Tor zu erzielen. Da war Dresden vielleicht in diesen entscheidenden Aktionen etwas cleverer, etwas glücklicher, je nachdem, wie man das betrachtet. Dadurch mache ich meiner Mannschaft gegenüber keinen Vorwurf und hoffe, dass wir weiterhin trotz die vielen Niederlagen weiterhin so kämpfen und dass irgendwann die Scheibe für uns in die richtige Richtung springt und dass wir Spiele so wie heute für uns entscheiden können. Danke. Vielen Dank für Ihre Ausführungen. Dann wollen wir das Ganze auch aus Dresdner Sicht hören. Franz, deine Einschätzung bitte. Ja, wir freuen uns natürlich, die Punkte geholt zu haben. Es war ein schweres Stück Arbeit. Auch das 3-0 entspricht eigentlich nicht unbedingt dem Spiel. Es war ähnlich, wie wir in Heilbronn gespielt haben. Tölz hat mehr Schüsse gehabt, die haben auch Chancen gehabt. Wir haben dann ein glückliches erstes Tor geschossen, aber Tölz hat speziell im ersten Drittel sehr, sehr gut die Mittelzone gespielt und wir sind nicht im Lauf, wir haben keinen Druck erzeugen können, es war wirklich sehr, sehr gut. Wir haben nicht ins Spiel gekommen, wir wollten Druck machen, Tölz hat 5 Verteidiger, aber wir sind nicht im Lauf reingekommen, das war unser größtes Manko. Im zweiten Drittel war es dann etwas besser und wo das Spiel kippen hätte können, da hat unser Goalie ein Big Save gehabt bei Überzahl vom Rodman. Den hat eigentlich schon jeder drin gesehen. Das ist unser Plus heuer, dass heute halt auch der Torwart in so entscheidenden Phasen, da entscheidet sich ein guter Torwart von einem Durchschnittstorwart. In einer Schlüsselsituation muss er dich im Spiel halten. Das ist für mich eine sehr gute Leistung von Torwart. Ansonsten war das okay. Solche Spiele sind schwer zu spielen, ist vielleicht auch für den Zuschauer nicht so gut zum Anschauen, aber die muss man halt gewinnen. Und das haben wir und von dem her bin ich jetzt zufrieden. Vielen Dank für deine Einschätzung. Gibt es Fragen an die beiden Trainer? Ich würde mich sehr freuen, wenn du das Mikrofon trotzdem nutzen könntest, auch wenn es ein bisschen weiter weg ist. Sven Geißler von der Sächsischen Zeitung. Ich nehme kurz das Mikro. Frage an den Trainer. Was hat es heute so besonders schwer gemacht, auch gegen den Gegner? War vielleicht auch im Hinterkopf noch die Niederlage vom Freitagabend? Und dann anschließend vielleicht ein kleiner Ausblick schon, weil wir uns ja am Mittwoch schon wiedersehen zum nächsten Spiel. Nee, ich glaube, das war jetzt nicht das Spiel vom Freitag. Ich denke, Tölz hat das wirklich gut gemacht. Die haben vorcheckt, wann sie vorchecken haben können. Und haben sehr, sehr diszipliniert die neutrale Zone gespielt. Und durch das ist für uns kein schneller Spielzug. Wenn wir dann in der neutralen Zone waren und die Scheibe ist reingegangen, dann waren wir zu langsam. Wir haben keinen Druck erzeugen können. Das ist dann im Laufe des Spiels ist ein bisschen offener geworden, weil wir waren natürlich dann 2-0 hinten. Aber es war ein enges Spiel. Und ich muss sagen, Tölz hat, glaube ich, einen Schritt nach vorne gemacht. Die haben jetzt doch praktisch mit 2 Ausländern heute gespielt. Da fehlt der Lakos hinten noch. Und ja, und das, man muss sagen, die Mannschaft spielt kompakter als wie beim ersten Spiel. Und da haben wir uns schon schwer getan. Kleiner Ausblick. Ausblick zum Mittwochspiel. Ja gut, Ravensburg hat momentan einen guten Lauf. Sehr kompakte Mannschaft. Letztes Mal haben wir hier nicht gut ausgeschaut gegen die. Das wollen wir natürlich ändern. Ist natürlich schon, ja, würde ich sagen, Mittwoch jetzt wieder. Wir haben zwar Pause gehabt, aber wir sind jetzt nicht so optimal rausgekommen aus der Pause von,
von der Frische her. Ja. Wahrscheinlich habe ich zu lange freigegeben. Aber es passt schon. Also wie gesagt, wir werden uns gut vorbereiten auf Ravensburg, aber die haben 4 kompakte Reihen und wird sicherlich ein spannendes Spiel. Wir schicken da morgen auch noch was rum zum Mittwoch. Gibt es noch weitere Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann noch die Endergebnisse aus den anderen Arenen. Frankfurt schlägt Bayreuth mit 6:2. Die Eispiraten Krimmetschau gewinnen gegen den SC Rissersee mit 2:1. Einen Sieg gibt es auch für Bietigheim, 6:1 gegen die Lausitzer Füchse. Im zweiten Drittel noch die Partie zwischen Kassel und Heilbronn. Es steht 2:0. Ebenfalls im zweiten Drittel die Partie zwischen Freiburg und Ravensburg. Da steht es 1:2. Und auch im zweiten Drittel Bad Nauheim gegen Kaufbeuren. Es steht 1:2. Wir haben es gerade schon gehört, Ausblick nicht so weit hin. Am Mittwoch geht es für die Dresdner Eislöwen schon weiter. Um 17 Uhr Feiertag in Sachsen zu Gast die Ravensburg Tower Stars. Und am Freitag um 19:30, das kann nicht sein mit 17 Uhr, ich denke 19:30 das Spiel beim EC Bad Nauheim. Unseren Gästen einen guten Nachhauseweg nach Bad Tölz. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ihnen noch einen schönen Abend.